Servus und willkommen zu einem neuen Video an diesem wunderbaren Frühlingssonntag. Ja, im März war jetzt bei mir nicht viel los mit Radfahren wegen Erkältung, schlecht Wetter und weiß der Kuckuck was. Von dem her bin ich froh, dass heute so gut Wetter ist, dass ich raus kann zum Radfahren. Ich habe jetzt eine kurze Runde geplant, so südlich von Laupheim rum, über die Felder und durch die Wälder. Ja, schlechter Reim. Und da freue ich mich jetzt drauf. Wird so 50 Kilometer lang sein, die Strecke, Pi mal Daumen, 2 Stunden oder so. Ja, ich nehme euch einfach mal mit und wünsche euch viel Spaß beim Video. Mehr als die Hälfte der Strecke habe ich jetzt schon hinter mir und ich muss mich selber loben, ich habe mal wieder eine super Strecke auf Komoot zusammengebastelt, also es taugt mir richtig. Geht zwar gut auf und ab, aber das bockt es dann schon, zumindest wenn die Strecke nicht allzu lang ist, dann habe ich da auch kein Problem mit der Kondition. Und nachdem der Sonntag heute nicht so toll angefangen hat, ist das doch eine gute Abwechslung oder auch Ablenkung. Ich habe heute Morgen wieder YouTube-Videos geschaut mit Corona und so und weiß nicht, will ich hier jetzt nicht großartig thematisieren, bloß so viel, dass manche Kommentare, da muss man echt an den Kopf erlangen. Aber egal, auf dem Kanal soll es nicht um Politik gehen, sondern ums Fahrradfahren. Von dem her könnten wir mal das Thema wieder aufs Backroad lenken. Ich habe jetzt dann mit der heutigen Fahrt so 500 Kilometer runter und ja, bis eben auf die Sattelklemmung und die quietschende Bremse war bisher nichts zu beanstanden. Das Rad macht richtig Bock und wer noch am Zweifeln ist, ob er ein Gravelbike kaufen soll oder nicht, dem kann ich nur raten, mach's. Also das macht richtig Spaß, ist super. Genial, du kannst von der Straße auf den Feldweg fahren und wieder zurückwechseln. Das ist so grandios, das bockt es richtig. Und es ist jetzt egal, ob man eine Rose kauft oder in Cube, Ridley, keine Ahnung, mittlerweile jeder Hersteller hat ein Rad, zwar momentan schlecht lieferbar, aber das wird hoffentlich mal wieder besser und anders. Und von dem her, wenn ihr überlegt, dann gebt euch einen Ruck, kauft euch ein Gravelbike. Ich mache jetzt hier kein 5 Gründe für ein Gravelbike Video, sondern ich gebe euch einfach den Tipp, kauft es und werdet glücklich damit.
Boah, ich bin gerade so aus der Puste. Ich komme gerade von da unten und muss jetzt da noch hoch. Bin schon auf dem größten Ritzel. Und irgendwie sind mir die Beine platzt. Ich kann gerade nicht mehr. Oh, aber das ist so krass. Ich bin, glaube ich, 20 Kilometer, wenn überhaupt, von Laubheim entfernt und ich kenne mich nicht aus. Also ich weiß jetzt zwar schon, wo ich gerade bin, aber so zwischendrin, das ist einfach so total lost. Aber das ist echt cool, ja. Also das macht so Bock, weil du halt echt nicht weit fortfahren musst. Und du kommst an Orte, die du vorher noch nie gesehen hast. Also so viel nochmal zu dem Thema, kauft euch ein Gravelbike. Oh, ja, jetzt muss ich schauen, dass ich da hochkomme. Super Tour heute, wenn es auch nur 48 Kilometer waren, mit knapp 500 Höhenmetern. Aber das tat so gut, mal wieder rauszukommen. Wie gesagt, der ganze März über war es bei mir eigentlich so, dass ich hier nicht zum Fahren kam. Und heute hat das meiste gepasst, auch wenn der Tag nicht so gut angefangen hat. Kurz vor der Tour habe ich auch noch festgestellt, dass meine Windweste kaputt geht, also sprich die Naht löst sich am Reißverschluss. Das war dann auch noch etwas, wo man denkt, na geil, das muss halt sein. Aber nichtsdestotrotz, das schmälert jetzt nicht, das Erlebnis war echt genial. Und jetzt gibt es noch ein bisschen lecker Thunfisch, Käsebrot, ein bisschen Gemüse, weil ich habe heute nicht zum Mittag gegessen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt anbracht ist, könnt mal wieder ein bisschen abspecken. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es doch mal unten in die Kommentare, Hashtag zu dick für RaceFit. Daumen hoch da lassen reicht auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, viel Spaß beim Radfahren, ciao.